Folge Nummer 68 von Oxygen Not Included. Ja, der Mordrak hatte mir geschrieben und zwar meinte er so ein bisschen so, ja, vielleicht sollten wir doch mal einen Neuanfang machen, weil es hier nicht so wirklich mehr prickelnd ist und aus den Fehlern, die man hier hat, vielleicht Gelernte mitnehmen. Das ist die Frage, ja. Sagt mal was in den Kommentaren, schreibt mal was rein. Vielleicht haben mehrere Leute die Meinung, dass man mal neu anfangen sollte. Wäre schön zu hören. Aber ja, es ist auch immer mal so ein bisschen so, versuch mal das an Leben zu halten, was du hast, ne? Also hier müssten wir jetzt mal gerade weiterkommen, dass das hier vorn geht, ne? Also was ich ganz gerne jetzt schon am überlegen bin, was wir wieder mal machen müssten, ist wahrscheinlich einfach hier mal zack eine 1 durchziehen, ne? Doch, so rum war richtig. So rum, so rum, so rum. Ich glaube, hier unten sind wir dann auch noch. Zack, jetzt ist alles auf 1. So, dann bauen wir mal hier schneller ab gerade. Das machen wir nämlich jetzt mal auf 9. Ich glaube, hier neben. Was ist das für Zeug? Eisenerz. Brauchen wir Eisenerz? Weiß ich nicht. Also 9 ist jetzt an. So, den Schlamm machen wir nochmal an, weil der ist ganz wichtig, dass wir den auch noch auf 9 haben. Oder so. Damit es da vorangeht. Und das Essen machen wir auch auf 9. Hier, den Ofen. Damit es da auch vorangeht. So, was müssen wir noch auf 9 machen? Gute Frage, ne? Hier wird ja schon auf jeden Fall gelaufen. Das ist auch gut so. Damit haben wir auch Strom. So, letztens ist mir hier noch aufgefallen, dass hier ganz viel verschmutzte Luft drin ist. Gasabzug. Also hier kommt nichts an bei denen. Das ist schlecht. Wir haben hier den Stein noch reingemacht, den wir vielleicht mal auf 9 Grad machen sollten. Und vielleicht sollten wir hier auch noch so einen Stein dann da reinmachen. Also wichtig wäre, was filtern wir denn hier? Wasserstoff wird da gefiltert, okay. Dann macht das Sinn, da Wasserstoff zu filtern? Wo kommt denn hier Wasserstoff her? Lüftungsschema. Wenn wir da Wasserstoff filtern, geht das wohin? Dahin. Ne, das kommt da runter, oder? Hä, was haben wir denn hier gebaut? Ach so, nee, das geht nach hier wahrscheinlich weiter. Die Pumpe pumpt hier rein und filtert hier Wasserstoff da hoch. Und geht dann nach da, ne? Ja, das ist okay dann. Aber sinnigerweise würden wir den Sauerstoff mal hier links brauchen können. Jetzt sollten wir dann mal gerade so ein Dingens machen. Hier so ein gitterluftdurchlässiger Ziegelstein hier hin. Damit die da ein bisschen mehr von dem dreckigen Luft hier auch noch kriegen, ne? So, das ist geklärt. So, Nahrungsmangel. Wo sind sie am Arbeiten? Ja, sind am Arbeiten. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. So, jetzt müssen wir hier noch gucken, dass wir hier die Erntegeschichte auf 9 kriegen. Wo ist die Sichel? Da ist die Sichel. Die ist da. Ja, das passt. Ach, Quatsch. Die Ernte-Prioritätenliste auf 9, nicht die Erntegeschichte. Hier ist schon mal wichtig, dass wir hier was tun. Ja. Ja, macht das egal. Dahinter ist auch auf 9 gelandet. Jetzt ist die Gasleitung zwar auch auf 9 gelandet, aber ist nur ein Teil. Das ist egal. Sauerstoffproduktion ist dann noch gefragt. Sauerstoffproduktion ist noch gefragt. Ja. Mach den mal auf 9. Und den machen wir auch auf 9. Ich weiß zwar nicht, ob da was... Da ist ja keine Alge drin, das fehlt ja, oder? Ne, Inhalt 2 Tonnen. Oder waren es Milligramm? Ne, 2 Milligramm. Also keine Algen drin wahrscheinlich. Ist aber erstmal nicht relevant, würde ich sagen. So, die sind alle schön beschäftigt. Das ist schon mal gut. Stress ist hier bei Harold. Harold schläft jetzt erstmal und der hat ja die Dingens. Wie heißt es auch? Sag schon. Der hat ja auch die Erholungsschicht erstmal, die er noch mit 42% behalten sollte. So, wir müssen noch ein bisschen mit dem Essen weiter regeln. Weil hier sollten wir vielleicht auch die 9 haben. Das machen wir auch 9 und hier auch nochmal die 9.
Essen ist wichtig. Das muss gepflegt werden. So, das hatten wir schon angeschmissen. Ja. Den machen wir dann auf 8 mal. Falls es was zu essen gibt, dann soll das da auch passieren. Hier ist der Webstuhl, der ist auch noch nicht fertig. Ich glaube, hier sind jetzt alles nicht so wichtige Dinge, ne? Gut. Den machen wir mal auf 5. Forschen tun wir gerade nichts. Das lassen wir auch mal besser gerade. Ja. Und 1447 Essen, das ist okay. Hier gibt es auch schon schlechte Luft drin, also ist nicht. Aber hier fehlt dann der Strom. Okay. Jetzt gucken wir nach oben nach den Algen. Ist da was passiert? Ja, es ist auf jeden Fall was passiert. Das ist schon mal gut. Es hat jemand Algen abgebaut. Das heißt, wir kriegen auch wieder Sauerstoff mehr. Aber eine Lösung ist es am Ende noch nicht, ne? Das ist auch klar. So, was macht das Rad? Ne, Lüftung nicht, Elektrizität hätte ich gerne. Dieses Rad ist wichtig, um hier Strom zu machen. Hier brauchen wir aber keinen Strom eigentlich, aber hier für die Sensorik. Machen wir da auf 5. Der Kühlschrank ist da auch noch nicht fertig. Was machen die jetzt? Otto läuft hier hin und holt Erde. Okay, der macht wahrscheinlich hier die Beete. Gehe ich von aus. Und die müssten dann mal wachsen. Harold ist in der Pause. Das ist auch gut so. Dem fällt auch gerade der Stress runter. Das ist auch gut. Wir brauchen Sauerstoff. Definitiv. Sauerstoff war hier irgendwo auch. Hier ist Sauerstoff dahinter. Algenterrarium. Komm, das machen wir mal auf 9. Das ist da nämlich gerade wichtig. So. Ja, das der Mordrak hat auch geschrieben, dass mit der sauberes Eis und einer Kühlplatte, dann kann man das auflösen. Dann kann ich das auch hier reinstecken, ne, oder? Dann hätte ich temporär ja ein bisschen. Vielleicht machen wir das mal gerade. Weil hier ist es ja auch knapp davor, ne? Vielleicht kriegen wir irgendwo Eis weg. Ich weiß nicht, ob die das von da oben dann holen. So, wie ist denn der Eingang hier? 32,6 und der Ausgang, wo 65, 25,26, 27, hä? Wieso ist es gerade jetzt mal mehr gewesen, mal weniger? Hier ist das Wasser schon so hoch, hä? Das taut alles hier. Verschmutzte Erde. Eigentlich müssten wir den da entwurzeln, ne? Und den mal woanders hinsetzen. Sind denn hier noch mehr? Ne, ist nur der eine da, ne? Raupen, Weizenkorn oder wie das auch immer heißt, ne? Sollten wir mal anpflanzen, oder? Hier ist noch einer. Ja, gestaltet sich schwierig, ne? Aber so einen haben wir nicht hier, ne? Doch, haben wir. Eine Keuchwurz ist da. Jetzt wäre die Frage, ob wir das da anpflanzen wollen. Hatten wir da extra was gebaut irgendwo, wo wir das anpflanzen wollten? Ist die Frage, ne? Komm, ich pflanze die einfach da oben erstmal hin. Weil ich glaube, wir haben sie da vielleicht besser. Mach mal eine 9 daraus. Und da geht dann natürlich nichts. So, kommen wir an die dran? Nein, kommen wir nicht. Die macht das dann schon schön kalt da, oder? Will ich hoffen. Die machen wir mal auf 3 in Wischab-Aufgabe. Dann passt das erstmal. Die Keuchwurz wird jetzt gepflanzt, das ist schon mal gut. Oder? Nee, wird nicht ge. Doch, da unten. Keuchwurzsamen lag da. Sehr gut. Und warum ist die jetzt. Düngung fehlt. Okay. Aber da müssen wir. Ja, die ist auf 9. Phosphatphorid fehlt da. Wow. Aber das haben. Hat er schon geholt, oder was? Sehr gut. Das läuft erstmal.
31,8. Hier unten ist, glaube die andere Richtung, ne? 28,9. Ob das was wird, ich weiß es nicht. Die sind alle super glücklich wahrscheinlich. Futterautomat, der steht auch auf 1. Den machen wir mal auf 5, damit die nicht verhungern. Hier ist nichts drin. Er macht schon mal, das ist gut. Allerdings bringt uns das alles hier wieder nichts, ne? Ja, warum ist es hier so warm? Das ist die Frage, ne? Die Basis müsste kühler werden, ne? Ah, hier ist schon ein bisschen was wegen Sauerstoff besser geworden, oder wie sehe ich das? Ne, nicht wirklich. Ja. Nahrungsmangel, aber 3,2 haben wir erstmal, das geht ja noch. Hier, diese Kachel, die bauen wir jetzt auf 9 mal aus. Und die andere ist schon. Sehr gut. Vielleicht ist dann auch mal einer was. Wer verhungert? Muss man, aber der tut sich jetzt umziehen und dann kann er auch was essen. Warte mal, wenn da verhungern ist. Oh, das ruckelt aber gerade. Dann müssten wir wegen verhungern, müssen wir hier mal die Thekentische da auf 9 stellen, glaube ich, oder? Kann das sein? Zack. Das ist wichtig, ne? Lassen wir mal so und wollen hoffen, dass er hier nicht verhungert. Bossmann, hol dir mal was zu essen. Ja, wo gibt's da was für dich, oder? Hier oben wird da frittierter Schleim hergestellt, ja, ne? Eigentlich schon. Wo geht Gossmann denn jetzt hin? Was macht Gossmann jetzt? Muss ich den noch erwischen? Jetzt habe ich ihn erwischt. Versorgungsmaschinenbetrieb für Wasserkühler. Elektrogrill. Essen selbst, da ist es. Aktueller Auftrag. Okay, verhungern ist durch. Das ist nicht schlecht. So, jetzt die Frage. Wo geht's wie weiter? Hier wird zum Glück geerntet. Das ist schon mal gut. Kriegen wir mehr Essen. Harold ist jetzt bei 26% Stress. Vielleicht sollten wir ihn jetzt mal rausnehmen. Oder lassen wir runter weiter. Meep zieht sich jetzt an und geht los und macht was? Das war nicht weit, Meep. Was macht Meep jetzt gerade? Holt er was? Erde. Warum holt man hier unten Erde weg? Naja, vielleicht ist woanders keine. Der Anzug, ich weiß gar nicht, wo der liegt. Naja, ist jetzt auch nicht so wichtig. Ah, hier fehlt schon der erste Sauerstoff. Aber jetzt kommen welche rein. Lüftungsschema. Ah, okay, da kommt was nach. Er dürfte jetzt nicht den ersten nehmen, oder? Nee, hat er auch nicht. Er hat den zweiten genommen. Gossmann holt jetzt Wasser. Das ist das nächste Problem, was wir haben. Wir haben gleich kein Wasser mehr. Aber es läuft hier immer noch nach, ne? Flüssigkeit. Also es müsste jetzt mal hier langsam was rüberkommen, ne? Vielleicht sollte man mehr aufmachen hier. Tricky, ja, oder? Komm, wir bauen einen davon ab. Gucken, was passiert. Kommen sie da hin? Ja, ne? Okay, hier wird Sauerstoff gemacht. Das ist schon mal gut. Was war das hier? Oxypan, das macht auch Sauerstoff, ne? Bird. Bird war letztens hier unten, hat Wasser geholt, wo ich gesagt habe, der macht wohl nichts. Ja, jetzt geht er schlafen, alles gut. Ja, das ist auch nicht so optimal, ne? Jetzt gehen sie erstmal alle schlafen. Wie viel essen? 3,2, Nahrungsmangel besteht immer noch. Hier ist die Frage, wie es hier weitergeht.
Das Ding ist ja wenigstens schon mal gebaut. Die kriegen schon wieder dreckige Luft von hier. Das ist wenigstens etwas. Hier sollen die zwei Steine kaputt gemacht werden, damit der Raum besser genutzt werden kann. Passiert aber auch leider noch nicht. Hopp, er hat gepfurzt und hat Schleim runtergeschmissen. Und das sind 674 Gramm. Aber der geht sofort weg, ne? Die Menge ist ziemlich klein und wir räumen die nicht schnell genug weg. Die verfliegt da schneller, als wir die wegräumen. Die Produktion ist hier ein bisschen schlecht. Das ist gleich schon weg, der Schleim. Einziger Vorteil ist, dass es dadurch den verschmutzten Sauerstoff gibt. So, jetzt ist der Schleim wahrscheinlich weg und jetzt geht er auch schon wieder zurück. Der Miep. Die Anreise ist zu weit dafür, ne? Verschmutztes Wasser. Wo bringt er das jetzt hin? Wahrscheinlich hier, um die Pflanzen zu düngen. Und da ist Schlafenzeit. Wer verhungert? Bird verhungert. Der muss aber erst auf Toilette. Und geht dann wahrscheinlich noch schlafen, ne? Naja, okay. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt hier wieder einen Cut. Der Mauerdrack hat es ja schon geschrieben. Schreibt mal weiter und sagt mal mir Bescheid, wie ihr das haltet. Ob wir eine neue Kolonie anfangen sollen oder ob wir hier weitermachen sollen. Gute Frage, ne? Es ist immer schwierig. Jetzt geht er erst schlafen, der Miep, ne? Und ich verhungere nicht während des Schlafens. Naja, schreibt das mal in die Kommentare und dann wollen wir mal weitersehen und überlegen, was wir nächstes Mal machen. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir nächstes Mal ein bisschen System mehr reinkriegen vielleicht. Aber das ist ja immer so etwas schwierig. Man fängt so klein an, kann noch nicht alles und naja, da muss man schauen. Ich sag mal, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben, wie ich es gerne von euch auch hätte, wie wir weiter vorgehen. Und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.